Hey zusammen, hier ist mal wieder der fleißigste Musiknerd Deutschlands. Heute mit einer neuen Single Review. Und zwar zu etwas ganz Seltsamem, nämlich Ed Sheeran zusammen mit Bring Me the Horizon und dem Track Bad Habits. Was ist denn da los? Die Szene steht Kopf. Alle rasten aus, weil Bring Me the Horizon zusammen mit Ed Sheeran einen Track gemacht haben und Ed Sheeran offensichtlich privat gerne mal Metal hört. Wow, what a shock! Wow. Verstehe den Hype nicht ganz, ehrlich gesagt, aber ja, kommen wir zum Track selber direkt oder zuerst zu mir und Bring Me the Horizon. Ich bin Fan seit einem Jahr ziemlich. Also mein erster Berührungspunkt mit denen war tatsächlich Ammo, also das Album, das von den Hardcore-Fans gehasst wird, ist tatsächlich mein Einstieg und Lieblingsalbum, weil das, ich muss sagen, die Produktion war einfach so ultra gut gemacht. Dieses Album klingt so gut. Es ist natürlich mega poppig, das Ding. Das ist nicht von der Hand zu weisen. Aber es hat mich erobert und ich habe mir alle anderen Platten gekauft. Und dadurch, dass ich ja sowieso eher härtere Klänge mag, habe ich auch mit den älteren Sachen von Bring Me The Horizon absolut gar keine Probleme. Pray For Plagues ist wow, Killer-Ding. Yo, kommen wir zu dem Track Bad Habits. Das ist ja ein Ed Sheeran-Song, der hier quasi für irgendwelche Musik-Awards, da gab es ja so einen Live-Auftritt von den beiden zusammen, umgemodelt wurde in einen Bring Me The Horizon-Song, so ein kleines bisschen. Also Ed Sheeran beginnt das Ding mit den üblichen Versen, die man aus dem Track kennt. Und wir haben dann relativ schnell schon eine E-Gitarre, die so, die so leicht im Hintergrund so ein bisschen die Grundtöne mit akzentuiert. Das ist dann auch über weite Strecken des Songs das, was am meisten Metal ist an dem Ding, dass man so ein bisschen ton hat. Mehr gibt's da tatsächlich nicht. Man wartet und wartet, der Track geht auch 4 Minuten. Dann haben wir die Hook wird wieder leise, man hat nur so eine Bassdrum, die so ein bisschen den Beat macht. Danach wird's dann groß, wir haben offene Akkorde, Chöre. Und ja, eigentlich müsste ich das ja irgendwie hassen. Tue ich aber tatsächlich nicht, weil ich Bring Me The Horizon irgendwie sehr gerne mag. Also ich habe echt einen Softspot für die Band entwickelt. Die sind Pioniere. Und ich bin mir sicher, dass das erst der Anfang von super seltsamen Metal meets Pop-Kollabos werden wird in Zukunft. Weil, muss man sagen, alles, was Bring Me The Horizon so gemacht haben, wurde dann irgendwie Jahre später imitiert von anderen. Merkt euch meine Worte, das wird passieren. Dann zweite Strophe haben wir Ollie Sykes, der singt. Ich finde, die beiden Stimmen aus Ed Sheeran und Ollie Sykes, die ergänzen sich hier sehr gut. Es macht total Sinn, dass man diese beiden Sänger zusammen auf einem Track hat. Und wir gehen wieder in die Hook, es wird wieder leise, dann wird es wieder laut, wir haben die offenen Akkorde. Ich finde, das ist ein ganz guter Moment, wenn der Refrain kommt, der nur mit der Bassdrum so ein bisschen geht. Und dann gibt es eine kurze Pause und diese offenen Akkorde kommen rein. Das hat so ein Linkin Park-eskes Feeling, sage ich mal, an der Stelle. Wird sehr groß, sehr weit. Einfach Stadion-Metal, würde man sagen. Oder wenn man böse ist, Pop-Metal. Was ja hier auch total Sinn macht, weil es ist ja auch eigentlich nichts anderes. Es ist ein Popsong, der ein bisschen mit Gitarren aufgehübscht wurde. Dann kommt der Part, auf den wir alle gewartet haben. Am Schluss gibt es nochmal so einen Metalcore-esken Breakdown, der ein bisschen Fahrt aufnimmt und Ollie Sykes schreit relativ hell darüber, nur um dann ganz am Schluss noch ein Ew, noch so ein Ew einzubauen. Damit auch niemand vergisst, hey, wir sind eigentlich eher so im härteren Metal-Bereich angesiedelt gewesen. Und das ist auch das, was mich an Bring Me The Horizon immer so catcht. Die können ultra poppig werden, aber dann trotzdem im nächsten Moment kriegst du einen Blastbeat und einen fiesen Growl in die Fresse gehauen. Diese Unberechenbarkeit der Band macht es für mich so interessant, deshalb finde ich auch diesen Track sehr interessant. Ich kann dem Ganzen aber einfach nicht mehr geben als wie Schulnote 3. Ich finde, es ist ein ganz nettes Experiment. Hat wohl auch funktioniert, ist catchy as hell, aber ja, das ist nichts, wo ich sagen würde, okay, ich bin jetzt gerade nach Hause gekommen, ich habe jetzt mal richtig Bock, Ed Sheeran und Bring Me The Horizon zusammen zu hören. Glaub nicht, dass das passieren wird, gebt dem Ding einfach eine 3, ich denke so mittendrin, das ist ganz gut, das ist fair für einen recycelten Ed Sheeran Song. Das war's schon von mir, ich verlinke euch hier im Bild noch zwei andere Videos, die ihr euch gerne anschauen könnt, liken, abonnieren.
Abonnieren ist wie immer kostenlos. Gratis! Würdet ihr mir eine große Freude machen. Falls nicht, bezahlt mir mal einen Kaffee. Würde ich mich auch sehr drüber freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet auch ein kleines bisschen Spaß mit diesem Abgenörde hier. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn ihr das denn möchtet.